Dienstagabend, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von BLK Regional. Tja, haben wir es fast geschafft bis Weihnachten? Noch ein paar Wochen, dann können wir alle ganz entspannt, hoffe ich, am Weihnachtsbaum sitzen. Aber zuvor habe ich erstmal noch eine andere Geschichte für Sie. Sie erinnern sich vielleicht an die große Sängerin Marlene Dietrich. Und die sang mal so schön: Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Die Naumburger, die haben jetzt übrigens auch einen Koffer. Nämlich der wurde in der letzten Woche der Öffentlichkeit vorgestellt und der beinhaltet keine alte Wäsche, sondern typische Erzeugnisse aus unserer Region. Mit diesem Reiseutensil soll für die Saale-Unstrut-Region geworben werden. Vielleicht ein tolles Weihnachtsgeschenk. Aber schauen Sie selbst, mein Kollege Michael Turm, der war bei der Präsentation dabei, hat mit Kamera und Mikrofon alles für Sie aufgenommen. Wenn einer eine Reise tun will, dann packt er seinen Koffer. Wenn einer etwas verschenken will, dann lässt er diesen Koffer packen. Zum Beispiel den Saale-Unstrut-Koffer, der im Naumburger E-Sender am 17. November präsentiert wurde. Es geht um zwei Dinge. Erstens mal geht es darum, den Namen Saale-Unstrut regional, überregional bekannter zu machen. Und zweitens geht es aber auch darum, deutlich zu machen, zu Saale-Unstrut gehört eben nicht nur der Wein, der ist vielen bekannt, der ist ein guter Werbeträger, sondern wir sind ein ganz starker Landkreis im Bereich der Ernährungsgüterwirtschaft, der Landwirtschaft, der Direktvermarktung. Und wir wollen mit diesem Saale-Unstrut-Koffer unseren Direktvermarktern und denen, die Produkte, landwirtschaftliche Lebensmittelprodukte herstellen, auch eine Möglichkeit der Vermarktung bieten. Und dafür bietet sich dieser toll gestaltete Koffer gut an. Ja, die Initialzündung kam im Prinzip vom Bundestagsabgeordneten Dieter Stier, der ist auf mich drauf zugekommen, kennt die Bördeschatzkiste und die Salzlandkiste und er hatte mir damals in Berlin gesagt, Herr Zahn, sowas möchte ich für den Burgenlandkreis auch haben. Und so bin ich ins Spiel gekommen und habe im Prinzip im Rahmen der Förderung, die es hier über die Agrarmarketinggesellschaft gibt, ein Projekt aufgebaut. Wir haben Partner gesucht, den Landkreis, den Direktvermarkterverein und haben eine Kiste gestaltet mit Partnern, die heute hier das erste Mal vorgestellt wurde und ab heute auch zum Verkauf ansteht. Der Partner im Verkauf ist das Naumburger E-Center. Zum einen ist man Anfang des Jahres auf mich drauf zugekommen, weil man weiß, wir hier als Edeka in Naumburg, als E-Center, sind natürlich extrem regional verbunden. Wir haben viele regionale Produkte und man hat für dieses Produkt auch im Endeffekt einen Vertriebspartner gesucht. Jemand, der die Fäden nachher zusammenknüpft und daraus das Endprodukt auch an den Kunden und an den Endverbraucher, an den Bürger bringt. Und so bin ich in dieses Projekt mit hineingewachsen, war bei den Sitzungen mit dabei, bei der Entwicklung mit dabei und so ist es wirklich dazu gekommen, dass wir heute hier dieses Produkt hinstellen können und ja, über das Edeka Center hier in Naumburg auch vertreiben können. Wenn Sie in Mitteldeutschland unterwegs sind, kennt Saale-Unstrut fast jeder, aber sobald Sie sich aus Mitteldeutschland herausbewegen, ist Saale-Unstrut nicht so bekannt, wie wir denken. In Süddeutschland können sehr wenige Menschen damit was anfangen. Und man kann zum Beispiel auch seinen lieben Angehörigen, die in Norddeutschland oder in Süddeutschland oder in Westdeutschland wohnen, zu Weihnachten so einen schönen Koffer schicken. Und vielleicht reden die dann dort auch mal über ihre alte Heimat und tragen diese Information weiter. Vorbild waren, wie schon gesagt, zwei ähnliche Projekte in anderen Kreisen. Die anderen Kisten, also die Bördeschatzkiste und die Salzlandkiste, sind auch schon im letzten und vorletzten Jahr entstanden, sind auch der Renner in den Regionen, gerade im Weihnachtsgeschäft als regionales Präsent unterm Weihnachtsbaum. Und das war ja im Prinzip auch das, was der Herr Stier aufgenommen hat und hat gesagt, sowas möchte ich auch haben. Und das ist eine gute Vermarktungsform, die Region vorzustellen und die regionalen Spezialitäten den Kunden zu präsentieren als Präsent oder als Geschenk. Fast 20 regionale Anbieter machen bei dieser Aktion mit. Es können sich zukünftig aber auch weitere Anbieter an dieser Aktion beteiligen. Die Produkte bleiben nicht konstant. Die Mitmacher liefern ihre Produkte wie Honig, Wurstwaren oder den Sekt und den Wein. Und es kommen neue dazu. Die Kiste ist auch eine Art Überraschungsbox. Das heißt, der Beschenkte wird überrascht, was die Region zu bieten hat. Und die Kiste im Inhalt wechselt natürlich auch unterschiedlich. Mit dabei sind immer auch Informationen über den Burgenlandkreis und dessen Sehenswürdigkeiten. Wir haben im
Frühjahr angefangen, mit dem Projekt zu starten, mit den Partnern zu sprechen. Und dann habe ich im Sommer die Kiste entwickelt, grafisch gestaltet, die Produktion der Kiste organisiert. Dann haben wir im Prinzip die Logistik auf den Weg gebracht, hier mit dem Edeka Center und Herrn Hinze. Also das hat ein gutes Dreivierteljahr gedauert. Sie müssen sich ja vorstellen, haben wir mehr Lieferanten als derzeit Produkte drin. Sie müssen mit jedem reden. Jeder Kunde muss natürlich auch für mich als Rechnungskunde angelegt werden. Die Produkte müssen verlistet werden. Die müssen bestellt werden, die Produkte. Die müssen natürlich logistisch irgendwo gelagert werden. Das alles im Vorfeld, bevor es zum Tag X kam, wo wir die ersten Koffer gepackt haben. Und Sie brauchen immer eine Reserve. Also bei uns im Lager steht von all dem, was im Koffer ist, auch noch ein bisschen was. Und das zur Weihnachtszeit, wo natürlich Lebkuchen, Stollen, Schokoladenweihnachtsmänner en masse bis unter die Decke stehen, ist das schon eine wahnsinnige Herausforderung für uns gewesen. Den Koffer kann man nicht nur im E-Center Naumburg erwerben, eine Bestellung ist auch über das Internet möglich. Wir haben eine Internetplattform unter www.saale-unstrut-koffer.de, kann da jeder drauf gucken. Dort ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt, wo jeder die Bestellung aufnehmen kann. Natürlich, wenn wir es in alle Welt verschicken, fällt zu den 30 Euro Porto und Verpackung noch an. Das ist natürlich nicht mit inbegriffen, aber gerne. Also wenn ich einen Koffer in Australien sehe, würde ich mich freuen. Sammler von Raritäten oder jene, die ein besonderes Weihnachtsgeschenk suchen, sollten sich also sputen. Wie immer an dieser Stelle kommen wir jetzt zu Nachrichten aus dem Burgenlandkreis. Die Meldungen, wie Sie es gewohnt sind, kurz und kompakt. Zum bundesweiten Vorlesetag 2016 wurde wieder zahlreichen Kindern Märchen und andere Geschichten vorgelesen. Damit soll der Nachwuchs so früh wie möglich die Lust am Lesen und Spaß an Büchern gewinnen. In der Stadtbibliothek Weißenfels lasen an diesem Tag Mike Reichel, Annika Sonderhoff und MDR-Moderator Mario D. Richard aus den Lieblingsbüchern ihrer Kindheit vor. Aufmerksam hörten die Mädchen und Jungen der Langendorfer Grundschule zu und waren von der Veranstaltung begeistert. Im Anschluss sprachen wir noch mit Moderator Mario D. Richard. Mehr dazu erfahren Sie am Freitag in unserer aktuellen Ausgabe von BLK Regional TV. Ihr müsst diesen wunderbaren Sender gucken und diese fantastische Sendung mit dieser fantastischen Moderatorin. Aber auch jeden Montagabend um 19.50 Uhr macht ihr rangucken im MDR-Fernsehen. Knickknack. Auch in der Weißenfelser Kita Knirpsenland wurde fleißig gelesen und zugehört. Hier übernahm Michael Schwarze, Presseverantwortlicher der AOK Sachsen-Anhalt Süd, die Aufgabe des Vorlesens. Natürlich handelte es sich bei der Geschichte auch um gesunde Lebensweise und eine gesunde Ernährung. In diesem Jahr waren bundesweit über 130.000 Teilnehmer aktiv. In Sachsen-Anhalt beteiligten sich rund 2.200 Vorleserinnen und Vorleser an der Aktion. Zum ersten Weihnachtsmarkt hatte am Freitagnachmittag das Weißenfelser Asklepios Krankenhaus in den Klinikpark eingeladen. Wenngleich Petrus auch stürmisches Novemberwetter geschickt hatte, die verschiedenen Stände und Leckereien stimmten schon mal auf die bevorstehende Adventszeit ein. So konnten sich die Besucher hier mit leckerem Stollen oder Plätzchen, gegrilltem oder Tee und Glühwein verwöhnen lassen. Und nicht fehlen durften dabei die kleinen Retzefetze-Monster. Seit vielen Jahren näht Madeleine Redans für die Kinder die kleinen Kerle. Der Erlös kommt immer einem guten Zweck zugute. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sicheres Wohnen. Diese vier Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Seit über 150 Jahren wird in Freiburg
deutsche Sektgeschichte geschrieben. Eine faszinierende Tradition, die Sie jeden Tag erleben können. Unser Sektshop ist für Sie geöffnet. Entdecken, staunen, probieren. Willkommen in der Rotkäppchen Sektkellerei. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Nur ganz Hartgesottene nutzen das schmuddelige Wetter zurzeit, um in der freien Natur etwas zu unternehmen. Für uns Restliche, die dann doch lieber ein Dach über dem Kopf haben möchten, da haben wir ein paar interessante Termine für das Wochenende rausgesucht und die sehen Sie jetzt aufbereitet in unseren Veranstaltungstipps. Nach dem Vorbild der historischen Dioramen in der Sonderschau Playmobil-Spielgeschichten waren kreative Kinder und Erwachsene nach den Sommerferien dazu aufgerufen, Szenen aus Märchen und Sagen der Welt im Schulkarton nachzubauen. Die Ergebnisse des Kreativwettbewerbs Märchenhafte Playmoboxen sind jetzt in einer kleinen Ausstellung in der Arche Nebra über den Winter 2016 und 2017 zu sehen. Die Ausstellungseröffnung ist am Samstag, den 26. November um 10 Uhr. Die Tage werden kürzer und kälter, der erste Schnee fällt auf gefrorenen Boden und die Menschen wärmen sich an heißen Getränken. Weihnachtsstimmung kommt auf, der Advent ist da. Dies ist die Zeit, in der sich die Weißenfelser Innenstadt von ihrer schönsten Seite zeigt. Ein prächtiger Weihnachtsbaum steht auf dem Marktplatz, welcher neben etlichen Verkaufsständen und Buden mit winterlichen Leckereien, mit vielen liebevoll gestalteten Figuren und einer Pyramide dekoriert ist. Glühweinduft liegt in der Luft. Fröhliche Kinder drehen Runden im nostalgischen Karussell oder in der Kindereisenbahn, während bekannte und neue Weihnachtslieder von der Bühne schallen. Der Weißenfelser Weihnachtsmarkt öffnet am 25. November um 17 Uhr seine Pforten, welche bis einschließlich den 21. Dezember offen bleiben. Und dabei wartet er mit vielen Besonderheiten auf. So lockt eine große Eislaufbahn mit zahlreichen Veranstaltungen auf dem Markt. Der Naumburger Dom beteiligt sich bei Weihnachtliches in den Höfen mit einem Handwerkermarkt und vielen Aktionen der Kinderdombauhütte. Der Kreuzgang des Naumburger Doms erstrahlt am ersten Adventswochenende in einem zauberhaften Ambiente und lädt zum Flanieren, Bummeln, Kaufen oder zum Verweilen bei Glühwein und anderen kulinarischen Angeboten ein. Vom Kerzendrehen über Kunsthandwerk, Keramik und einzigartigen Schmuck, von künstlerischen Holzarbeiten über Wollarbeiten bis Käse und Gebäck wird für viele Geschmäcker etwas geboten. Und nicht nur das. Auch mitmachen ist erwünscht. Beginn ist am Samstag, den 26. November um 13 Uhr. Nach dem großen Erfolg und reger Teilnahme im Vorjahr findet am Samstag, den 26. November im Hotel Schöne Aussicht in Leisling ein weiterer Patienteninfotag vom Brustzentrum des Weißenfelser Asklepios Krankenhauses statt. Die Veranstaltung bietet eine bewährte Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen und Fortschritte in der Behandlung von Brustkrebserkrankungen betroffener Patienten vorzustellen und zu diskutieren. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr haben Sie die Möglichkeit, bei Themenvorträgen von Spezialisten der Medizin
und Neues aus dem Brustzentrum Weißenfels in Erfahrung zu bringen. Als besonderes Highlight freut sich das Team vom Asklepios Krankenhaus, gemeinsam mit ihnen den Thomaner Nachwuchschor begrüßen zu dürfen. Besinnliche Melodien, alte und neue Weihnachtslieder präsentiert ihnen am Sonntag, den 27. November, das Hohenmölzner Mandolinenorchester. Beginn ist um 14 Uhr im Hohenmölzner Soziokulturellen Zentrum Lindenhof. Im Klinikbistro des Saale-Unstrut-Klinikums Naumburg findet am Montag, den 28. November um 17 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema ACP-Therapie, Eigenblutbehandlung in der Orthopädie, die alternative Hilfe bei Arthrose und Muskel- und Sehnenverletzung statt. Dr. Andrea Schmieder, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie im ambulanten Zentrum, kurz MVZ, am Klinikum Burgenlandkreis, steht Ihnen an diesem Tag für Ihre Fragen zur Verfügung. Golberner Wurstspezialitäten bietet qualitativ hochwertige hausschlachtende Produkte. Durch eigenhergestellte Rezepturen wurde eine Marke entwickelt, die sich durch Qualität, Geschmack und Individualität auszeichnet. Generell wird bei der Herstellung auf Geschmacksverstärker verzichtet. Golberner Wurstspezialitäten finden Sie in Zeitz in der Schützenstraße und in Rassberg, im EKZ Schöne Aussicht in Leisling und in Gera Langenberg. Golberner Wurstspezialitäten, denn ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Seit über 30 Jahren steht Pramel nun schon für Qualität und Zuverlässigkeit. Sei es nun im Bereich Bad, bei der die Barrierefreiheit eine immer größere Rolle spielt, oder in Sachen Heizung, Klimatechnik und Solar, bei denen Energieeffizienz und Klimaschutz wichtige Faktoren sind. So sind für jeden Komplex Fördermittel zur Unterstützung möglich. Durch eine kompetente Beratung vor Ort finden Sie genau das, was Sie suchen und zu Ihnen passt. Vertrauen auch Sie auf einen Meisterbetrieb mit Erfahrung. Sprechen Sie mit uns. Firma Pramel im Gewerbegebiet Schönburg am Hohenstein 8 in Naumburg. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Sportlich ist es ja bei uns in der Region schon richtig dolle, würde ich sagen. Der MBC, Platz 1 in der zweiten Basketball-Bundesliga, RB Leipzig, zumindest kurzzeitig ganz oben in der Bundesliga-Tabelle. Aber die beiden Sportarten, die interessieren uns jetzt erstmal nicht, denn wie dienstags gewohnt, gibt es jetzt erst einmal unser Handballmagazin 7 Meter. Sportliche Unterhaltung dabei. Hallo zu 7 Meter, heute ganz im Zeichen des 50-jährigen Liga-Jubiläums. Am 15. Oktober 1966 startete die zweigleisige Handball-Bundesliga. 50 Jahre ist das jetzt her, ein Geburtstag, der ausgiebig gefeiert wurde. Als Höhepunkt der 50-Jahre-Kampagne gab es letzte Woche eine große Gala in Berlin. Viel Handball-Prominenz und wir durften mit der Kamera dabei sein. Handball-Promi-Auflauf auf dem roten Teppich des Palazzo in Berlin. Aktive und ehemalige Spieler und Trainer, Welt- und Europameister, herausragende Persönlichkeiten. Kurzum, die Gesichter einer Sportart.
versammelt, um das 50-jährige Bestehen der Handball-Bundesliga zu feiern. Ich glaube, da kann man stolz drauf sein, auf 50 Jahre Bundesliga, wenn man das Produkt DKB Handball-Bundesliga anschaut. Das ist, glaube ich, schon erstklassig. Ich glaube, dass es insgesamt ja, weltweit keine ähnliche Liga gibt, die mit diesen Zuschauerzahlen, mit diesen fantastischen Sporthallen. Also ich freue mich erstmal darauf, dass die ganze Handballfamilie sich heute hier in Berlin trifft. Betrifft ja nicht nur die Handball-Bundesliga, sondern auch den Deutschen Handballbund und Nationalspieler, frühere, vielleicht auch aktuelle. Sie ist sicher die beste Liga oder die schönste der Welt. Jeder fast Spieler in der Welt will in Deutschland zu spielen in dieser Liga. Das ist auch phänomenal. Ich habe lange nicht so viel Handballprominenz auf einem Fleck gesehen. Ich glaube, das letzte Mal 2007. Das ist ein toller Tag und 50 Jahre, wenn man heute sieht, die ganzen Generationen, die alten Spieler, Jungen, alle sind hier. Also wollen wir sehen, das ist ein tolles Fest und ein guter Event. Wollen wir viel Spaß haben. Ja, 50 Jahre ist eine lange Zeit. In der Zeit hat sich auch viel entwickelt. Wir haben probiert, aus 50 Jahren Menschen und Weggestalter hier mit einzuladen. Und das wird, wie Sie gerade sagten, der Höhepunkt unserer 50-Jahres-Kampagne sein. Bei dem sportlichen Gala-Event feierten rund 250 Gäste in der Hauptstadt. In 4 unterhaltsamen Stunden wurden die Besucher neben dem 4-Gänge-Menü von einem kurzweiligen Showprogramm unterhalten. Artistik, Comedy, hochkarätig besetzte Gesprächsrunden und ein spontanes 7-Meter-Werfen zwischen Schauspieler Peter Lohmeier und Torwartlegende Andreas Thiel. Das Angebot an Showeinlagen war groß. Zeit, um sich mit Weggefährten auszutauschen, gab es natürlich auch. Ein schönes Event, so ein bisschen die Leute alle an einem Ort zu haben, ein bisschen zurückzublicken. Es ist auf jeden Fall von Bedeutung, solche Veranstaltungen zu organisieren, weil es die Handball-Community wieder zusammenführt. Die ganzen Leute, die hier teilnehmen, die Altbekannten aus der Handball-Bundesliga, wenn ich jetzt zum Beispiel neben mir Henning Fritz sehe, gegen die hat man ja früher schon gespielt und ja, da freut man sich natürlich mit denen die 50 Jahre zu feiern. Ich freue mich, die alten Weggefährten wiederzusehen, also die ja mittlerweile in der Tat sehr alt geworden sind. Hoffentlich erkenne ich sie noch alle, aber mit denen Kaffee zu trinken, da freue ich mich drauf. Ja, ich freue mich, die alten Freunde zu sehen, die alle Handballer aus Zeiten, Trainer und Schiedsrichter, alle, die ich kenne, wenn die noch leben, muss ich sagen, heute zu treffen und mit denen ein Bierchen trinken. Im Anschluss an die Gala-Veranstaltung machte sich die Reisegruppe auf den Weg zur Max-Schmeling-Halle, wo die Partie der Füchse Berlin gegen den SCDHFK Leipzig vom Fachpublikum unter die Lupe genommen wurde. Die Band Glasperlenspiel heizte der Halle und allen Ehrengästen vor der Partie schon einmal ordentlich ein. Eine gelungene Jubiläumsveranstaltung mit einem Blick zurück auf 50 Jahre Handball-Bundesliga und natürlich auch mit der Sicht nach vorn. Es ist sowohl eine Feier von 50 Jahren, die gewesen sind, sicherlich auch sehr spannend gewesen sind und gucken in die Zukunft und die sollten dann noch mal genauso gut werden, vielleicht sogar noch besser. Am Ende geht es ja darum, Präsenz zu zeigen, präsent zu sein und entsprechend diesen Schwung mitzunehmen, um die Handball-Bundesliga so zu präsentieren, wie es würdig für die Handball-Bundesliga ist. Ja, dass wir weiter Erfolge feiern, dass die deutschen Vereine auch international spitze sind. Und ich glaube schon, der beste Liga der Welt, den Titel, haben wir zu Recht. Ich wünsche ihr, dass sie die Kombination aus Professionalität und Leidenschaft gepaart mit Bodenständigkeit in Zukunft bewahrt. Die stärkste Liga der Welt bleibt. Ja, natürlich nochmal 50 so erfolgreiche Jahre wie jetzt. Das wäre das Beste. Ein großes Klassentreffen mit vielen guten Wünschen von der Handballprominenz. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zu 50 erfolgreichen Jahren Handball-Bundesliga. Wusstet ihr schon, dass der VfL Gummersbach der einzige Verein ist, der die gesamten 50 Jahre in der Handball-Bundesliga mit dabei ist? Auf Platz 2 liegt der THW Kiel mit 48 Jahren Ligazugehörigkeit. Wo es solche Infos nachzulesen gibt, hier in der neuen Chronik der DKB Handball-Bundesliga. Dort erfahrt ihr zum Beispiel auch, dass Kyung-Shin Yoon die ewige Torschützenliste anführt, Lars Christiansen aber mit Abstand der Spieler ist, der die meisten 7 Meter verwandelt hat. Spannende Geschichten, unterhaltsame Anekdoten und Interessantes aus der 50-jährigen Geschichte der Handball-Bundesliga, das alles gibt's hier drin und es lohnt sich reinzuschauen. Nach der Länderspielpause ging es endlich auch in der DKB Handball-Bundesliga weiter. Wir werfen einen Blick zurück aufs Wochenende und haben für euch die ersten Partien des 12. Spieltags vom Mittwoch zusammengefasst.
Die Spitzenpartie an Spieltag 11 in der DKB-Handball-Bundesliga. Kiel gegen die noch ungeschlagenen Flensburger. Die Partie hochklassig und spannend bis zum Ende. Eine doppelte Parade von Andreas Wolf und ein verworfener 7 Meter von Anders Eggert brachten letztlich den Sieg für den THW. Also wir wussten ja, dass die SG eine unglaubliche Saison spielt bis dahin. Und das haben sie auch gezeigt. Wir lagen schon mit 5 Toren zurück und haben uns dann zurückgekämpft. Die Mannschaft hat überragend gedeckt, die ganze Spielzeit über. Und ich bin überglücklich, dass ich mein erstes Nordderby direkt gewinnen konnte. Außerdem gewannen die Füchse Berlin 29:20 gegen Leipzig. Stuttgart gegen Lemgo mit 30:29. Wetzlar gegen Gummersbach 26:19. Hannover gegen Erlangen 30:25. Barling gegen Melsungen 29:25 und Minden gegen Coburg 23:20. Zudem war Magdeburg mit dem 28:29 bei Göppingen erfolgreich, sowie die Rhein-Neckar-Löwen mit 24:26 gegen den Bergischen HC. Unter der Woche standen die ersten Partien von Spieltag 12 an. Tim Hornke setzte mit seinem verwandelten 7 Meter 40 Sekunden vor Spielende alle Zeichen auf Sieg für Lemgo. Nach mehrfachen Führungswechseln positionierte sich der TBV in Hälfte 2 besser, lag fast die kompletten 30 Minuten vorn. Vor Hornkes 7 Meter war Göpping bis auf ein Tor dran. Mehr war dann aber für die Schwaben nicht drin. 27:26 Sieg für Lemgo. Ich glaube, wir haben heute alles in dieses Spiel reingelegt, sind heute auch endlich mal belohnt worden, haben einen super Torwart dahinter gehabt mit Piotr und bin sehr glücklich heute. Die SG Flensburg-Handewitt hat sich nach der Niederlage gegen Kiel den Frust von der Seele gespielt. Die HBW Barling-Wallstätten von Beginn an chancenlos in der Flens-Arena. Schon nach 13 Minuten lag die SG mit 8 Zählern vorn, behielt diese Führung bis zur Halbzeit. Barling schwächte sich durch diese rote Karte von Pascal Hens noch weiter selbst und hatte keine Chance aufzuschließen. Flensburg spielte die Partie sicher zu Ende und gewann mehr als deutlich mit 36:18. Derbyzeit in Hessen. Die HSG Wetzlar war zu Gast bei der MT Melsung in der ausverkauften Rothenbachhalle. In einer Partie auf Augenhöhe führte die HSG zur Halbzeit knapp mit 11:12. Dank eines starken Benjamin Buric baute Wetzlar die Führung aus. Die MT wirkte verunsichert und konnte in der Schlussphase nicht mehr mithalten. 25:28, der Endstand. Knapp 6.000 Zuschauer in der Magdeburger GTEC Arena sahen eine SC-Vorstellung, die unter den Erwartungen blieb. Hannover hatte von Beginn an die Zügel in der Hand und führte schon in der ersten Halbzeit zweistellig. Durchgang 2 startete mit einem 5:0-Lauf für Hannover. Beim Stand von 8:22 die Partie bereits gelaufen. Am Ende stand ein 22:37 Sieg für die Recken. 6 Tore vorn, ein deutlicher Zwischenstand in Coburg nach nur 9 Minuten. Der THW Kiel zeigte beim Aufsteiger schon früh seine Ambition, die Tabellenführung zu verteidigen. Coburg ließ die Zebras nicht komplett wegziehen. Eine echte Chance ranzukommen hatte der HSC aber nie. 23:30, ein sicherer Sieg für den THW Kiel. Damit bleiben die Zebras weiter Tabellenführer. Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir gewinnen wollten und haben dominant gespielt. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch heute souverän gewonnen. Die SG Flensburg-Handewitt steht mit einem Spiel weniger als der THW auf Rang 2, dahinter Berlin und die Rhein-Neckar-Löwen. Wetzlar und Magdeburg punktgleich auf 8 und 9. Gummersbach schließt die erste Tabellenhälfte ab. Die MT Melsung mit 5 Siegen und 7 Niederlagen auf Rang 10 vor Minden und Stuttgart. Lemgo, der Bergische HC und Coburg liegen aktuell auf den Abstiegsplätzen. Die SG BBM Bietigheim marschierte bisher noch ungeschlagen durch die Saison. Beim nächsten Gegner der Schwaben hätte man laut Tabellenstand einen klaren Sieg erwarten können, aber der ASV Hamm-Westfalen spielte groß auf. Für wen es am Ende für die 2 Punkte gereicht hat, wir zeigen es euch. Verkehrte Welt in Liga 2. Der abstiegsbedrohte ASV spielte fulminant auf gegen den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter Bietigheim. Nach einer Anfangsphase auf Augenhöhe setzte sich Hamm nach 10 Minuten erstmals deutlicher ab. Die Gäste von der SG zeigten im Angriff und in der Abwehr ungewohnte Schwächen. Hamm-Westfalen hingegen spielte sich in einen Rausch. 19:13 zur Pause. Einzig zu Beginn von Halbzeit 2 schien es, als käme Bietigheim ins Spiel zurück.
Die SG kämpfte sich auf 21:19 heran. Doch anschließend übernahm wieder der ASV die Kontrolle und zog mit einem Zwischenspurt auf 26:21 davon. Bis zum Schluss behauptete der ASV Hamm-Westfalen die Führung und machte die Überraschung mit dem 36:30 Sieg perfekt. Wir sind am Ende der heutigen 7-Meter-Sendung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, und nächste Woche geht es natürlich an gleicher Stelle weiter. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann, macht's gut. Das war's schon wieder, meine Damen und Herren. 30 Minuten BLK Regional am Dienstagabend sind schon wieder Geschichte. Aber keine Angst, wir können uns wiedersehen, wenn Sie möchten, schon am kommenden Freitag zur gleichen Uhrzeit, an der gleichen Stelle. Dann bin ich wieder für Sie da mit Aktuellem rund um den Burgenlandkreis. Ich freue mich auf Sie. Ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Restwoche. Machen Sie es gut, genießen Sie die Zeit. Tschüss und auf Wiedersehen.